Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den dritten Teil mit dem Ausflug mit dem Wohnwagen für die Weltreise. Wir befinden uns mittlerweile in Medebach. Wir haben quasi jetzt mal einen Tag geskippt. Wir lagen nämlich den ganzen Tag gestern nur im Bett, haben aber dann noch den Wohnwagen knapp 1,5 Stunden von Kassel nach Medebach gefahren. Naja, heute nehme ich euch ein bisschen mit durch den Centerpark und alles drum und dran, was wir da noch so erleben werden und machen werden. Wir gehen gleich erstmal einkaufen. Wir brauchen noch ein paar Lebensmittel, noch ein bisschen Wasser und naja, ich nehme euch einfach ein bisschen auf meinen Tag mit. Ja, weil ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, wir haben hier den kompletten Stellplatz für uns alleine. Es steht nur ein geparktes Auto hier, das war heute Nacht auf jeden Fall nicht hier. Das heißt, wir haben hier komplett einfach alles für uns. Das ist auch echt optimal, gerade bei so einem riesen Platz. Wir haben hier nur eine Schule nebendran, aber die habe ich heute Morgen überhaupt nicht gehört. Wir haben hier nebendran noch eine Kirche, aber gut, da kann man sich sowieso nicht beschweren, weil die Kirche war mit Sicherheit zuerst da, bevor der Campingplatz da war. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Ja. Wie war denn heute Morgen das Frühstück so gewesen? Ja, also ich habe versucht, Zimtschnecken zu machen. Und ich habe das erste Mal diesen Omnia-Backofen ausprobiert, den mir meine Eltern geschenkt haben. Es war unten ein bisschen angebrannt. Also es war schwarz. Aber nur der untere Teil. Also man konnte die Zimtschnecken quasi oben abessen. Und naja, ja, war nicht so gut. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Ja, und heute gibt es mal ein Netto, wo wir uns jetzt auch gleich noch direkt was zu frühstücken holen müssen, weil das ja nicht ganz so gut geklappt hat heute Morgen mit dem Frühstück. Also ich kann dir sagen, wir fahren jetzt doch nochmal in den Rewe, weil die haben hier auch kein Wasser mehr. Da hinten ist alles leer. Also okay. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier die ganzen Regale, es ist so viel leer und das Wasser ist halt auch leer. Also von da. Lass ich das auch mal hier. Warum? Achso, willst du dann lieber, okay. Nee, pass auf. Wir haben 3 Gerüche. Ja. Meeresgrau. Bin ich so nicht der Fan von. Mhm. Das Honig mit Milch finde ich auch richtig gut. Ja. Und das andere wäre mit Limette. Was sind das für Gerüche? Möchte ich nicht haben. Ja, dann fahren wir jetzt dann noch mal in den Rewe. Ja. So, das haben wir uns jetzt hier noch mal zu Frühstücken geholt, weil es gab ja keine Backwaren, da musste man Alternativen nehmen. Die Vanessa musste jetzt aber noch mal rein, weil wir für heute Abend die Kroketten vergessen haben. Aber passiert halt. Und wir wollten den Backofen für den Gasherd noch mal eine Chance geben. Ich hoffe, das ist kein Fehler, weil sonst haben wir heute Abend mit Sicherheit nichts zu essen. Wenn wir nämlich im Centerpark im Schwimmbad sind und danach ist es bestimmt so 21 Uhr, wenn wir nach Hause kommen. Wir sind jetzt angekommen auf dem Parkplatz hier vom Centerpark und man kann im Hintergrund schon sehen, es ist super leer. Und da haben wir echt gute Chancen, heute Abend bei dem Schwimmbad richtig viel Ruhe zu haben und schön entspannt für uns. Weil nämlich, ich glaube, besser geht's nicht. Ich glaube, so leer war es auch noch nicht gewesen, als wir da waren. Naja, also wirklich optimal. Der Vanessa geht es auch leider nicht so gut. Die hat nämlich eine echt starke Blasenentzündung. Das werden wahrscheinlich jetzt viele Frauen fühlen. Also das hat sie echt diesmal nicht so Glück gehabt. Ich habe schon eben gefragt, ob sie lieber nach Hause möchte, aber sie will dann doch lieber hier bleiben. Ja, es wäre zu schade, um jetzt nach Hause zu fahren. Ich meine, mir geht es echt schlecht, aber naja, ist dann halt so. Man macht das Beste jetzt draus und ich hoffe, ihr geht schnell besser.